Ach, du hast eigentlich genug Energy zurzeit. Du könntest Energy vertragen. So. Fürs Erste. Was steht hier? Sewer Exit East. Entrance, oder? Statt der Exit oder Entrance? Sewer Access. Access, nicht Exit. Also ja, hier könnten wir theoretisch weitergehen. Aber erstmal speichern. LP038. Dann werde ich jetzt die Archive besuchen gehen. Die sind ja eins höher wieder. Und zwar hier drüben. Und das ist mir wieder zu nah. Ob es in den Archiven wieder was Garstiges gibt. Ein Druckplattenrätsel hier. Einen Weg nach unten hier. Ich wag es ja nicht. Und den Weg nach unten. Ich höre schon mal wieder Mäuse. Was ist hier drin? Essen. Das Essen kann raus, dann kann das Ding weg. Seid alle überladen dann. Okay, so geht's. Das ist ein Morgenstern. Das ist Munition. Und das war's auch schon. Und ich höre hier alles Mögliche rumkreuchen. Hinter dieser Tür. Krabbe. Wow, da bin ich jetzt direkt in den Eiszauber rein. Ja. Nein. Nicht so schön. Hilfe. Ist der zweite auch gleich da? Ja, ist er. Ich bin tot. Ich bin definitiv tot. Ja. Okay. Ja, Archive. Du mich auch. So, erstmal das wieder. So, nächste Möglichkeit. Also erstmal will ich kurz was gucken. Force, Shock, Scroll of Darkness, Scroll of Light, Fireball, Scroll of Shield, Invisibility, nein, hier ist er nicht. Force Field. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Okay, also einfach einmal so. Entsteht ein Force Field. Und das macht? Ah ja, das tut einfach die, ja, okay, das ist einfach nur eine Blockade. Gut. Da geht's wieder raus, haben wir gesagt. Und da ging's in die Archive. Da ging's die Treppe runter in die Archive. Was passiert? Ich hier drauf trete. Was steht hier? Der Archives. Un Uhu na Are Tena Lame Arna. The Storage. Te Uhu na Pala. Ja.
Muss ich das irgendwie verstehen? Was das bedeuten soll? Wie man da reinkommt? Ja. Kann ich einfach vielleicht so, 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 so? Nein. So, so. Kann ich überhaupt was auf den ablegen? Nein, also ich muss über sie drüber gehen. Also nee, identifizieren kann ich diese Hieroglyphen immer noch nicht. So, das heißt, ich versuche mal, dass ich... I dare you. Wow. Irgendwer hat sich die Füße gebrochen. Oder auch nicht. Du hast dir die Füße gebrochen. So. Das ist weniger schön. Ja, ich bin umzingelt. Ich merk's. Und einer meiner Charaktere ist tot. Der nächste ist tot. Okay. Tja, ich habe jetzt das Problem. Ich weiß nicht, wo ich weiter lang gehen soll. Die Archive sind mir schon mal ein bisschen zu heftig, könnte ich fast schon sagen. Will ich durch den Sur? Ich könnte es ja mal probieren, was passiert, wenn ich hier weitergehe durch den Sur. Hier habe ich auf jeden Fall was gehört. Das wäre das Sur wahrscheinlich. Achso, das sind meine Murloc-ähnlichen Freunde. Mal wieder. Da ist eine Tür, ein Hebel für eine Tür. Geht jetzt alles auf? Ja, scheinbar. Hier sind Ratten. Ah, Gott. Will ich wirklich in diesen Sewer? Eigentlich möchte ich ja am liebsten mal in die Archiv, in das Archivding selber reinkommen. Aber das komme ich scheinbar nicht. Okay, Sur lasse ich als auch mal kurz so stehen. Ich gehe mal kurz an die Oberfläche. Nämlich aus dem Grund, ich will endlich die Knarre haben. Ich meine mit den meinen Fähigkeiten, jetzt müsste ich das eigentlich schaffen gegen die ganzen Untoten da. Hoffe ich mal jedenfalls. Okay. Das Problem ist, hinter denen da stehen noch mehr. Das heißt, ich muss eigentlich gucken, dass ich einen von denen loswerde. Und mich dann in die Ecke verkrieche. Genau. So, genau. Das klappt sogar ganz gut. So, einer steht noch. Von denen da jedenfalls. Dann kommt ein Einzelner. Der macht nicht so viel. Dann die Gruppe hier. Die geht auch noch. Komm, schlagen wir mal ordentlich zu. Oder ordentlich daneben. Cool, ich habe es gerade geschafft, den einen hinteren zu töten. Und dich noch. Na komm. So. Oh, Falla. So, wir haben eine neue Knarre. Requires Firearms 3. Das heißt, die kannst du noch gar nicht benutzen. So. Aber was wir auf jeden Fall schon mal jetzt haben,
ist die Waffe. Und wir haben die Möglichkeit, uns erstmal von hier zu verdünnisieren. Den blauen Kristall hier draußen mal zu benutzen, obwohl ich sollte am besten den benutzen in der Vault, beziehungsweise bei der Vault fürs Erste. Das wäre hier zurück und dann hier rum und dann darunter. Weil ich habe ja gesagt, ich will erst einmal Ausrüstung abschieben. Mama. Warum sind da irgendwelche Laubkerle und anderes Zeug jetzt auf einmal aufgetaucht? Da fühlt sich einer wohl durch unsere Anwesenheit nicht sehr beglückt. Ja, das klang gerade komisch. Deswegen geht es jetzt zu dem hinteren da. Ich will nichts riskieren. Ah. Und dann muss ich gucken, dass ich mal ausmiste. LP039. Und ja, scheinbar scheint es in dem Spiel wieder keine Händler zu geben. Was eigentlich auch Sinn macht. Wir sind auf einer... Naja, verlassene Insel ist es nicht wirklich. Gestrandet. Mhm. So, hier lang, hier lang. Liegen hier noch ein paar Felsen rum, die wir benutzen könnten? Nein. Okay, dann müsste ich mich jetzt mal wieder mit Quaverns und irgendwelchen Laubelementaren anlegen, so wie die aussahen. Genau die da. Oder seid ihr Gift? Ihr nehmt auf jeden Fall keinen Schaden. Ihr nehmt absolut keinen Schaden. Warum nehmt ihr keinen Schaden? Ihr nehmt keinen Schaden? Was ist da denn kaputt? Ja, ich kenne ja dieses Prinzip, dass man einfach lange genug draufhalten muss, dann nehmen die irgendwann Schaden. So, solche Gegner gab es ja im ersten Teil, das waren diese Gorgoroth-Viecher oder wie sie auch immer heißen. Ja. Sag bloß, ich muss in dem drin stehen irgendwie. Aber nee, egal wie... das war nicht so geplant. Und sie können zurückstoßen. Au. Nicht gut. Gar nicht gut. Und jetzt bin ich in einer Sackgasse. Du, gib mir eine Fackel. Tot. Okay. Dann muss ich es definitiv anders machen. Also ich bin schon mal abgeschnitten von den südlichen Gebieten, da ich noch nicht weiß, wie ich durch diese Gegner durchkommen soll. Ja, wow. Gibt's hier irgendwo eine Truhe?